Ja, ich freue mich, dass Frau Meckel heute Zepter übernimmt für eine Woche. Wir erwarten möglichst viel Input von ihr als Leserin, aber auch von ihr als Wissenschaftlerin. Und einen Tipp kann ich eigentlich keinen geben, außer ruhig Blut bewahren, am Schluss kommt die Zeitung raus. Also ich freue mich sehr auf die Woche mit Frau Meckel. Und sie schreibt am Inserat, dass sie ihre Vorstellungen von der digitalen Präsenz bei einer Traditionsmarke einbringen. An dem sind wir ja dran im Konvergenzprozess und probieren die beiden Kanäle zu verzahnen und sind total froh, dass sie kommt und ihre Sicht einbringt und ich freue mich auf, was sie uns wird zeigen. Mir Anschlag hoffe ich, dass wir wirklich in der täglichen Arbeit den Finger drauf haben, dort drauf, wo wir die beiden Kanäle verzahnen können. Auch im Detail, wo wir jeden Tag anschauen, was können wir besser machen, um diese Kanäle zu verzahnen. Gut, also ich freue mich auf den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis und erwarte, dass man auch in der Zeitung konkret merkt, im Tagesanzeiger, dass wir diese Woche eine andere Chefredaktorin haben. Sie soll am ersten Tag mal herkommen, jetzt schauen, wie der Karren läuft und dann sofort das Heft in die Hand nehmen und eigene Akzente setzen. Also wenn ich sehe, was Miriam Meckel am Morgen um 5 Uhr schon twittert, dann habe ich riesige Erwartungen. Das heisst, wir müssen früh aufstehen und uns warm anziehen. Und meine Empfehlung an Sie ist, keine Scheu, keine Rücksicht, stell den ganzen Laden auf den Kopf. Eine Woche lang machen wir das mit.